In dieser Folge mache ich dieses schmackhafte Weißwurstgulasch mit Brezelnknödeln und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für die Beilage, die Brezelknödeln, braucht man Brezeln vom Vortag. Das sind so 4 Stück, die ich hier schon mal ein bisschen zusammengeschnitten habe. Dann braucht man außerdem dafür entweder eine große Zwiebel oder so wie ich jetzt hier 2 kleine. Dann 2 Eier, ein bisschen Petersilie, die ich nachher noch hacken werde, ein bisschen Milch, ein bisschen Muskat und Salz, Pfeffer wie sonst auch. Als allererstes nehme ich mir die Zwiebeln, schneide die in feine Würfel. So sehen die geschnittenen Zwiebelwürfel dann aus. Die stelle ich zur Seite, nehme mir die Petersilie, hack die Petersilie einmal gut durch. Das sollte reichen, gibt es ebenfalls in eine Schüssel. Wenn ich das dann soweit vorbereitet habe, dann nehme ich mir die Zwiebeln und brate die in einem Topf auf dem Seitenbrenner ein bisschen an. Dazu nehme ich mir einfach ein bisschen Butter. Löse die Butter auf, gebe dann meine Zwiebelwürfel dazu. Würze das Ganze gleich mit einem kleinen bisschen Salz ab. Und lass die Zwiebeln so einfach ein bisschen angehen. Die können ruhig ein bisschen Farbe bekommen. Wenn die Zwiebeln dann leicht Farbe bekommen, dann gebe ich hier einfach meine Petersilie dazu. Lass die auch kurz mit angehen. Und gebe hier dann die Milch drauf. Dann würze ich die Milch-Zwiebelmasse noch ein bisschen mit Salz ab. Das darf ruhig kräftig schmecken. Und gebe hier auch gleich ein bisschen Muskat dazu. Lass das Ganze dann einmal kurz aufkochen. So, und den Topf nehme ich jetzt wieder und gebe die Milch-Zwiebelmischung einfach über meine Brezelstücke. Dann würze ich das gleich schon mal ein bisschen mit Pfeffer ab. Schlag dann die 2 Eier in eine Schüssel. Schlag die Eier in der Schüssel dann kurz auf. Und gebe die aufgeschlagenen Eier dann einfach über die Brezeln drüber. Die Masse vermenge ich dann einfach gut. So, wenn ich das habe, dann verknete ich das noch schön. So, wenn ich das dann habe und man merkt, die Masse wird schon ein bisschen fester, dann decke ich die einfach ab und stelle sie für 20-30 Minuten einfach zur Seite. Und wenn ich das habe, dann können wir anfangen, die Knödel zu formen. Solange die Knödelmasse durchzieht, mache ich den Weißwurstgulasch fertig. Dafür brauche ich natürlich Weißwürste. Dann habe ich hier so gehackte Tomaten, dann Zwiebeln. Dann zum Würzen nehme ich Kümmel, bisschen Majoran, Paprika edelsüß. Dann kommen hier noch ein paar Knoblauchzehen rein und ein bisschen Brühe, damit ich das Ganze auch nachher wieder ein bisschen runterkochen kann. Die Zwiebeln schneide ich in Streifen. Wenn ich die Zwiebeln in Streifen geschnitten habe, dann nehme ich mir die Knoblauchzehen, halbiere die erstmal, mache hier dann den Strunk raus bzw. das innere Weiße hier, hack die Knoblauchzehen dann durch. Wenn ich den Knoblauch dann gehackt habe, dann gebe ich den zu den Zwiebeln dazu. Wenn ich das dann habe, dann nehme ich mir die Weißwürste und ziehe hier den Darm ab. Wenn ich die Weißwürste dann alle abgezogen habe, dann schneide ich mir so 1 bis 1,5 cm dicke Scheiben hier runter. So sieht das Ganze dann aus und ich habe mir auf dem Seitenbrenner schon einen Topf hingestellt und hier werden wir die jetzt anbraten. Dafür nehme ich mir dann ein bisschen geklärte Butter und brate die Weißwürste dann immer auf der Schnittfläche an. Wenn ich die Weißwurststücke angebraten habe, dann nehme ich mir die Zwiebeln und den Knoblauch, gebe das dann ebenfalls in den Topf rein, gebe hier dann gleich schon mal ein bisschen Kümmel dazu, dann kann sich hier einfach ein bisschen mehr Aroma entfalten bei dem Kümmel. Wenn die Zwiebeln und der Knoblauch dann schon ein bisschen Farbe haben, dann gebe ich hier
bisschen Majoran dazu und gebe hier dann auch schon gut was an Paprikapulver dazu. Rühre das Ganze noch mal ein bisschen, lass es noch mal kurz ein bisschen mit antoasten. Hier gebe ich dann die gehackten Tomaten dazu. Und fülle das Ganze noch mit meiner Fleischbrühe auf. Hier gebe ich dann schon mal gut was an Salz dazu. So wie Pfeffer. Schmeckt es dann ab. Und gebe hier dann die Weißwurstscheiben schon mal dazu. Lass den Weißwurstgulasch dann einfach vor sich hinköcheln, bis der ein bisschen runtergekocht ist, und in der Zeit kann ich die Brezelknödel fertig machen. So sieht die Knödelmasse jetzt aus nach circa einer halben Stunde. Ich habe mir hier jetzt ein bisschen Wasser bereitgestellt, einfach ein Tablett, wo ich die fertigen Knödel drauf mache, und hinten auf dem Seitenbrenner steht schon ein Topf mit kochendem Wasser. Ich mache dann einfach meine Hände ein bisschen feucht. Dann nehme ich mir ein bisschen von der Masse, nicht so viel, weil ich möchte ja relativ kleine Knödel, die einfach als Beilage für den Gulasch sind. Drehe die Masse dann einfach zu so einem runden Ball. Am Ende sollte das Ganze ungefähr so aussehen. Und das wäre dann schon ein fertiger Knödel, den man nur noch abkochen muss. So sehen die fertig geformten Knödel aus. Die gebe ich jetzt einfach nur noch ins Wasser und lasse sie gar ziehen. Das ist einfach Salzwasser. Hier gebe ich die Knödel rein. Das Ganze muss gar nicht kochen, das muss einfach so 90, 80 Grad haben und die Knödel müssen da durchziehen. Deswegen drehe ich das Gas jetzt auch ein bisschen runter und mache auf den Topf einfach einen Deckel und lasse sie so gar ziehen. Nach 15, 20 Minuten nehme ich die Knödel raus und gebe die hier in so ein Eiswasser rein, einfach um die kurz abzuschrecken. So sehen die fertigen Knödel aus. Die lasse ich noch ein kleines bisschen im Wasser durchkühlen und solange machen wir den Gulasch fertig. Den Gulasch habe ich mir jetzt wieder auf den Seitenbrenner gestellt, habe mir hier ein kleines bisschen Stärke angerührt, weil ich das Ganze ein bisschen andicken will, aber zuerst werde ich den Gulasch ein bisschen abschmecken und dann dicke ich das Ganze an. So wie man sehen kann, das Ganze ist schon schön runtergekocht, ist auch leicht eingedickt, aber das reicht mir noch nicht, deswegen werde ich das Ganze mit Stärke ein bisschen abbinden. Aber zuerst probiere ich den Gulasch mal. Und schmeckt den dann ein kleines bisschen noch ab. Ich mache jetzt noch ein bisschen Salz dazu. Ein bisschen Pfeffer, finde ich, fehlt hier auch noch. Dann nehme ich mir die Stärke, die ich mir angerührt habe, und mache hier ein ganz kleines bisschen rein. Das sollte sogar schon reichen. Rühre das Ganze dann gut durch. Wie man sehen kann, das Ganze ist schön angedickt. Das lasse ich jetzt noch ein kleines bisschen kochen. Und dann können wir das Weißwurstgulasch und die Brezelknödel dann mal zusammen probieren. Zum Anrichten nehme ich mir einfach ein paar Knödel weg, habe mir hinten auf dem Seitenbrenner die Pfanne schon mal heiß gestellt. Hier mache ich einfach jetzt ein bisschen Butter rein und ziehe die Knödel dadurch. Nehme mir dann einfach ein kleines bisschen von dem Gulasch raus. Gebe die Knödel dann hier einfach an die Seite. Dann habe ich hier noch ein bisschen Meerrettich. Da steche ich mir einfach eine schöne Nocke ab. Gebe das da drauf. Und hier kommt dann zum Schluss noch ein kleines bisschen frisch gehackte Petersilie drüber. Und dann habe ich hier noch so einen Petersilienzweig als Garnitur. Und fertig ist mein Weißwurstgulasch mit Brezelknödeln. Jetzt werde ich das Gulasch und die Knödel mal probieren. Als erstes nehme ich mir mal so ein Stück von dem Knödel. Jetzt mal alles zusammen. Das Weißwurstgulasch schmeckt echt hervorragend. Hätte ich am Anfang echt nicht gedacht. Ich fand es ein bisschen komische Kombination. Ich kenne Wurstgulasch, ich habe noch nie Weißwurstgulasch davor gegessen. Brezelknödel habe ich ja schon öfters gemacht. Also die schmecken super, haben ein schönes Brezelaroma. Und das passt dann auch super zusammen. Ich glaube, ganz wichtig hier für das Rezept war, dass da gut Knoblauch drin ist, dass der Kümmel drin ist und auch der Majoran. Also den Kümmel schmeckt man schön durch. Es hat ein schönes Aroma. Majoran passt auch gut zu der Wurst. Ist wahrscheinlich auch in der Weißwurst drin.
Brezelknödel, Weißwurst, Brezel, passt eh super zusammen. Von mir auf jeden Fall eine Rezeptempfehlung. Macht es gerne mal nach. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal.